Genau, Baum auf Straße bzw. Baum auf Gleisen. So, wir sind im Einsatz hier auf Gelsenkirchen, gerade im ELW unterwegs, zu einem Brandeinsatz ABC Land 1. Das sieht jetzt nicht genau nach einem Bombensturz aus. Na, okay. Drehen wir am besten. Delka 1, erste Lagemeldung, Baum auf Gleisen, Nachforderung, ein Halef. Das hat die deutsche Lösung. So, wir müssen jetzt gerade ein bisschen hier umdisponieren. Ich weiß, ich bin im DLK, als DLK eingetragen, aber mir ist die gerade leider außer Gefecht gefallen und deswegen muss ich jetzt eben kurz umdisponieren. So, damit wir hier nicht Probleme haben, werde ich hier einmal Verkehrsabsicherung auf den Gleisen durchführen. Das, sonst haben wir nachher ein Problem. Sonst, weißt du was, wir machen es besser. So. Wir müssen es ja auch schon richtig machen, ne? Na, falsch. Auch falsch. Öffnen, schließen. So. So sieht er besser aus. Ja, perfekt. Moinsen. Moin. Du kannst dich ruhig dahinter stellen. Ja. Dann können wir die Bahn hier frei halten. Ich sperre da vorne die Gleise auch nochmal ab, dann müsste es hier safe sein. Alles hier. Ja, Dilka ist leider beim Tanken außer Gefecht gegangen. Habe ich mir schon fast gedacht. Du kannst den RTW gerne hier hinterstellen. Ja, mach ich mal. So. Fährt er mich schon wieder hier fast an. Ich krieg einen Anfall. Genau, Baum auf Straße bzw. Baum auf Gleisen. Der Sachverständiger von der Deutschen Bahn wurde informiert. Gleise sind frei, also wir können tätig werden. So. Bisschen holpriger Start, aber egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, da höre ich schon. Da höre ich hier schon einmal die Bahn. Müssen wir mal gucken, ob die hier gleich nicht doch über den Weg fahren. Kurz mal eine Frage, weil ich das hier noch nie gemacht habe bei der Bär. Wie kommst du an die Kettensäge? Hast du die in der Jackentasche bzw. auf dem Halef? Nee, ist keine drauf. Ich meine, die ist in der Werkstatt. Ach, jetzt ist keine. Ah. Ja, du brauchst nämlich eine aus dem Lager tatsächlich. Oh, was macht der denn hier? Wer bist du schon? Wie heißt du mit deinem Nick? Gordon, bitte?
Drohnen im Wald. Mein Gott, ey. So. Was ein Chaos. Dabei sind wir nur so wenig. Man muss sich hier erstmal langsam einfinden, habe ich das Gefühl. Gut, dass der Kollege hier vorne schon einmal tätig wird zum Absperren. Sonst warte mal, ich hole mal meine Kettensäge auch mit raus. Genau, BMA, ne, hier Kettensäge. Ah, Chef muss auch mit Hand anlegen, ne? So, ich unterstütze mal ein bisschen. Wenn man hier noch... Mein Gott, wie die hier fahren, ey. Das ist ja... Das kann dir doch keiner sicher angucken. Ah, sehr schön. So, guck mal, dass die Gleise nicht beschädigt wurden. So. Für dich ein bisschen einmal. Ich muss mal kurz für eine halbe Stunde im Kopf, also stell ich einfach so eine Wache. Da muss einer von euch die Leitstelle kurz machen. Okay. Ja, wie gesagt, bei mir geht's ja leider nicht. Ja, aber kommst du in Leitstelle? Mit deinem Finger 9? Finger 9, ja. Okay, gut. Dann kannst du die Einsätze am besten verteilen. Dann mach ich den jetzt kurz. Vielleicht wird er. Ciao. Okay. War dann super Einsatzstelle. Einsatz beendet, dann können wir zusammen packen und heimfahren. So. Boah, die fahren ja einen wieder hier um die Nase, ne? Kannst du schon wieder hier keinem erzählen? So, dann rücken wir ein. Eins gedrückt und eingerückt oder so ähnlich. Okay, dann passt das soweit. Ja, ich weiß, ist nicht so ganz richtig und konform abgelaufen, aber hey, wir sind hier noch ganz am Anfang unserer Karriere. Und das wird sich alles mit der Zeit und mit den häufigeren Einsätzen, die mit der Zeit kommen werden, sich definitiv verbessern. Wem es gefallen hat, darf gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, reingehauen und ciao.